Die B-Note ist wichtiger als die A-Note. Soziales Engagement steht vor sportlichen Glanzleistungen. Kreative und innovative Verdienste des Breitensports werden gewürdigt. Herzlich willkommen bei der 11. Preisverleihung der Sterne des Sports, traditionell in der DZ-Bank am Brandenburger Tor in Berlin. Die Sterne des Sports sind eine Erfolgsgeschichte, initiiert vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Andrang ist groß. Rund 500 Ehrengäste sind zu der feierlichen Abschlussgala gekommen. Der Bundespräsident Joachim Gauck persönlich übernimmt die Ehrung der 18 besten Vereine beim Bundesfinale. Die Spannung steigt. An wen wird der große Stern des Sports in Gold verliehen? Großer Stern des Sports in Gold 2014. Team Bananenflanke e.V. Das Projekt Bananenflanke ist bisher einzigartig in Deutschland und sorgt schon bundesweit für Furore. Es ist eine riesentolle Anerkennung für unsere Arbeit. Da lässt man dann gerne die Bilder nochmal Revue passieren. Vom letzten Jahr, wie viel Arbeit man reingesteckt hat in das Projekt. Und wie gesagt, es ist immer schwierig, im sozialen Bereich seine Arbeit zu bewerten. Und wenn man dann bei so einem tollen Preis mitmachen kann und dann auch noch eine Auszeichnung bekommt, dann ist das natürlich eine doppelt schöne Sache für uns. In einer eigenen Fußballliga finden um die 60 geistig behinderte Kinder Anerkennung. Neben der behindertgerechten pädagogischen Betreuung werden die Punktspiele der Liga auf öffentlichen Plätzen auf einem mobilen Soccercourt in Regensburg und Umgebung ausgetragen. Ziel ist es, die Bananenflanke langfristig auch an anderen Standorten anzubieten. Dieser Geist des Optimismus, ja, und wir machen es und wir schaffen es, auch mit Menschen, die schwierige Voraussetzungen mitbringen für Sport. Wir schaffen das aber, diesen optimistischen Geist von Aufbruch und ja, das können wir, das braucht das Land. Jubeln über Platz 2 durfte der Kinderzirkus Montelino aus Potsdam, der seit über 15 Jahren aktiv ist. Und der 3. Platz ging an das Sörgenlocher-Projekt Mehrgenerationenplatz. Themen wie Inklusion, wie Integration sind gelebte Praxis und gerade bei den Sternen des Sports finden wir in der Regel außergewöhnlich bemerkenswerte und damit auch ehrens- und auszeichnungswerte Initiativen, die es einfach wert sind, einmal auch ins Licht gerückt zu werden. Wir haben über die letzten Jahre ja auch Preisgelder von inzwischen über 5 Millionen Euro an die Vereine ausschütten dürfen. Und wir sind wild entschlossen, auch weiter diese gute Idee fördern zu dürfen. Auf der feierlichen Abschlussgala wurde gewürdigt, motiviert, gefeiert und Netzwerke gegründet. Danke an das Engagement von 91.000 Sportvereinen. Auf viele weitere Jahre, Sterne des Sports.